Wir sind heute bei Toni Forelli im Oldenburger Land. Und es ist eine ganz herrliche Atmosphäre. Wir haben so ein bisschen Nebelschleier. Und wir haben auch schon ein paar Fischreiher gesehen und auch Gänse. Die Sonne ist aufgegangen. Leider noch nichts gefangen. Aber wir arbeiten dran. Wir haben jetzt nochmal die Spoons ein bisschen umgebaut. Und eine Hose mit Paste ausgelegt beim Wassereinlass. Jetzt probieren wir den Kollegen mal hier. Der macht im Wasser einen ganz guten Eindruck. Guckt euch das mal an, wie der schwimmt hier. Das sieht wirklich gut aus. Das würde mich ja mal wundern, wenn wir damit keinen Erfolg haben. Ja, da meldet sich schon mal einer an hier. Wir versuchen mal unser Glück. So, wir gucken uns jetzt gerade mal um hier. Sieht eigentlich ganz nett aus. Kommt man auch wieder so ein bisschen dem Wald näher, ein bisschen mehr Natur, das finde ich auch immer schön. Mit Häuschen, was man sich wohl auch mieten kann, habe ich gerade erfahren. So, die fühlen sich auch wohl hier, die Gänse. Und es ist richtig groß hier, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich gucke nochmal in die andere Richtung. Tja. Richtig viel Platz. Oh, geil! Das ist aber geil! Alter, das ist aber richtiger Lachs gefangen. Alter, das Schöne! Die findet hier sicher kommen. Die wird auch länger. Schön, richtig schön. Das ist aber schön. Das ist die größte Forelle, die wir hier haben. Gut, immer mit dem Kuh. Ja, hoch. Je mieux la fiche est, mieux on est. La fiche comme c'est le cachet. Le cachet est très bas. On ne peut pas faire une petite cachette. Comme tu as dit, tiens. Et là, il faut être une boulée aussi. C'est ça, il faut être une boulée. Jetzt kommt sie, ja, so wie die Weiße zeigt. Das heißt, du musst auf die Seite legen. Jetzt zeigt sie heiß, jetzt ist sie kescher. Geht die heiß, gut gemacht. Jetzt haben wir ja doch endlich mal Glück gehabt hier. Eine richtig schöne Lachsforelle. Sehr gut. Prachtexemplar. Ja, wir haben den See nochmal gewechselt. Und jetzt hatten wir tatsächlich Erfolg. Teich 1 ist das. Hier sind auch noch ein paar mehr Fische drin, als da, wo wir eben waren. Okay. Jetzt müssen wir den Haken noch mal. Wir haben gerade rausgefunden, wie sie beißen. Haken ist auch aus. Ratzfatz geht das hier. Alles. Und Live-Wurf. Okay. Hinlegen, Bügel auflassen, nur kontrollieren. Und dann ist der Biss gleich. Bitte etwas ablenken. Nichts machen, nichts kurz.
Da ist schon Fisch. Zack, da ist der Fisch. Zumachen die Bügel. Warten. Das ist noch nicht dran. Jetzt rotiert sie denn lang. Ist das immer noch? Hier ist noch dran. Jetzt kannst du langsam ankurbeln. Ankurbeln, wenn die Spannung und anhauen. Jawohl, es hat geklappt. Da ist sie. Super, halten wir bitte. Gute hoch. Das ist unser erster Live-Biss. Super. Oh. Gott sei Dank. Perfekt. Das läuft richtig gut. Komm, und kurbeln. Oh, weg vom Lüfter. Oh, und wie gibst du mir denn die Route? Sollst du noch rüber gehen? Nee, ja, ich sehe, dass der Fisch in den Lüfter geht, weißt du? Das ist die nämlich auch weg. Die willst du noch haben, oder? Hast du ein bisschen Power? Ja, die hat richtig Power. Die hat Power. Also, Petrus gibt bei der Schwester heute, aber... Ja, die hat das auch verdient. Die hat das auch verdient. Die muss aber richtig kämpfen. Schön. Ja, super, aber jetzt, aber der mit Taktik. Du hast gesehen, wie der Biss kam, ne? Voll geil. Ja. Richtig mit Ansage. So, ist noch da. Nicht mehr vorbeugen jetzt. Jetzt machst du über die Route. Kletter schon rein. Warte, der ist noch nicht so weit. Und jetzt bitte. Bisschen vorbeugen. Also er hat noch immer Kraft, powert sich immer noch auf. Jetzt können wir ein bisschen weißen Bauch sehen, das ist es. Petri Heil, da haben wir sie. Wieder Coolness. Route, Fisch, alles in Ruhe ablegen. Zack. Guck mal, der andere hat den Vorteil. Guck mal, jetzt kann die Schnur nicht mehr rausgehen. Das ist der große Vorteil. Ne? Und jetzt kann ich den hier einführen und was stimmt mit der Schnur nicht? Und raus. Zack. Gesehen? Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das geht. Da haben wir ein bisschen. Ein bisschen mehr Geduld. Ne? Muss ein bisschen warten. Da haben wir einen. Geil, oder? Nummer 4. Geil. Nur hier ist der ist nicht klein. Erstmal kurbeln. Na, der Nico holt jetzt raus. Nimmt in den Propeller, Rudel, kurbeln. Grüß dich. Gute hoch. Nicht mehr kurbeln. Guck mal hier. Er möchte aber gern weg. Du hast jetzt gekurbelt, ne? Deswegen ist die Schnur zu kurz. Ja. Nur noch mit der Route. Jetzt haben wir ein bisschen Pech und Wetter, es ist sehr heiß. Aber wir müssen schon zum Kescher führen. Ne? Also, so, da haben wir Nummer 4. Jetzt wieder erst überlegen, wohin? Route ablegen. Dann müsst ihr euch nur einig werden. Achtung. Jetzt. Ja, immer so mit der Route arbeiten, genau. Die ist schön lebendig, ne? Also die kommt bitte. Die zieht richtig gut. Pose ist am besten. Jeder hat ein bisschen, ne? Rein. Das war mit Fliege, war nur Spielerei. Und Spuren. Pose, rein, bis, rein, bis. Hat der auch offen. Na, das will immer noch nicht raus. Sieht gut aus. Nicht weglaufen vom Fisch. Aber die gute noch nicht. Jetzt ist er müde, jetzt zeigt er weiß. Wunderbar, gut gekämpft. Guck mal. Jetzt ganz cool Nummer 3. Bleiben. Ganz cool bleiben. Immer irgendwo, wo ist das ganze Schnee? Da gehen wir hin, ne? Oder? Hier, ja, halt, genau. Euer Job. Nimm die Route. Nimm den Kescher. Dein Job. Mann. Das ist irgendwo, wo er Ruhe hat. Hinlegen. Oh, ich muss das weg. Hinlegen. Gute Arbeit. So, ein kleiner Sprung. Wir sind nämlich schon zu Hause jetzt. Und ich wollte mich jetzt
ganz herzlich nochmal bei Frank bedanken. Das ist nämlich der liebe Mensch gewesen, der uns beim Angeln so unterstützt hat. Er hat nämlich einen Angelkurs gegeben, innerhalb eines Ferienkurses. Und da möchte ich ihm nochmal echt recht herzlich danken. Das hat unseren Kindern nämlich super gefallen. Hier habe ich euch nochmal gezeigt, wir haben Powerbait genommen. Das werde ich euch nachher verlinken als Köder. Damit haben wir die meisten Forellen gefangen, tatsächlich. Viele Bisse hatten wir auch mit diesen Kunstködern. Das sind so ganz weiche. Werde ich euch auch verlinken. Da müssen wir nämlich noch so einen Haken reinstecken mit Bleikügelchen vorne. Da hatten wir sehr viele Bisse drauf. Vielleicht war es heute einfach nicht der Tag dafür. Also die scheinen ganz vielversprechend zu sein. Die werden wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Beides verlinke ich euch. Und erfolgreich waren wir mit dieser Fischpaste. Die anderen Fische sind übrigens jetzt hier drin. Die haben wir tatsächlich verspeist. 6 Stück an der Zahl. Das hat sich gelohnt. Liebe Leute, ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.